Die Indizes sind noch in der Selbstfindungsphase, so kann man es fast schon sagen. Der DAX, ja, immer noch nicht wirklich mit Stärke beseelt. Wenn wir uns das hier mal angucken im 15-Minuten-Chart hier beim Index-Kassamarkt sozusagen, dann sehen wir die Aufwärtsbewegung. Das ist noch alles, also ist eine ganz klare Aufwärtsbewegung, machen wir uns nichts vor, aber sie ist eben nicht wirklich dynamisch, nicht irgendwie so anmutend oder irgendwie, na, hoffnungsvoll, sondern im Gegenteil, das riecht förmlich danach, als ob der Markt noch mal weiter nach unten gehen möchte. Zumindest aktuell ist das noch nicht wirklich der Burner für die Long-Seite. Das ist bei den amerikanischen Indizes. Ha, vergleichen wir es mal selber. Gucken wir mal den Dow Jones an. Der ist ebenfalls auf der Abwärtsseite eigentlich noch. Allerdings sehen wir, dass hier die Abwärtsseite so langsam eben diese Schwäche zeigt. Und das ist ja dieses klassische Bild, was wir immer wieder so vor Augen haben, dass der Markt hier gegen Ende der Bewegung eben so ein bisschen so dieses Auslaufen hat. Also deshalb hat man den Eindruck, als ob der Dow Jones schon auf der Bodensuche ist und jetzt eher auf dem Weg nach oben. Also interessiert es hier mal irgendwie was Longmäßiges zu finden. Wie würde man das finden? Kann man da jetzt irgendwie einfach rein? Ich bin in der Regel kein Freund von einfach irgendetwas zu tun, aber was typischerweise ganz gut funktioniert und eigentlich mir ganz gut Hoffnung macht, wäre eine Bewegung, die mal Stärke hat, anschließend dieses Wackelige hat, um dann eben in diese Richtung dann eben zu fahren. Das funktioniert nicht immer. Wer genau hinguckt, der hatte hier eine ähnliche Situation und hier wäre man nicht glücklich geworden in der Situation jetzt hier beim Index zumindest mal. Das hätte hier ein Minus-Trade gebracht, aber wir dürfen nicht vergessen, das Risiko ist ja hier relativ klein auf der Verlustseite. Auf der anderen Seite, wenn so eine Gewinnseite wieder wettgemacht wird, das sind ja die Mindestziele hier schon nahezu und mit Chancen, dass wir ja insgesamt vielleicht sogar noch mal einmal oben rausgehen. Das hatten wir ja jetzt mehrfach schon angesprochen, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass der Markt auch noch mal ein neues Hoch dort ansteuert nach der aktuellen Geschichte, was wir hier jetzt hatten. Also, Chance-Risiko-Verhältnisse sind gut. Deshalb auch für uns gilt jetzt heute wieder, wenn das passiert und danach wackelig nach unten die Chance auf die Long-Seite zu wechseln, wenn der Kurs diese Zwischenhochs dann eben triggert. Der Nasdaq als das andere Licht am Himmel, sage ich jetzt mal, das eigentliche Licht am Himmel, kann man ja schon fast sagen, hat, gucken wir zuerst auf den Stundenchart, nach dieser Abwärtsbewegung, nach diesem Tief hier, sich eigentlich ganz gut nach oben eben entwickelt, jetzt im Moment so diese Abwärtsrichtung. Hier kann man sich noch drüber streiten, soll das jetzt was Korrektives sein? Ich möchte nicht zu viel reininterpretieren in so eine Bewegung. Also mit viel Liebe könnte man jetzt hier sagen, ah, fünf Felder nach oben, wackelig nach unten, da könnte man hier jetzt den Long-Trigger suchen. Insgesamt gehe ich ja sowieso noch davon aus, dass die besten Chancen hier sind. Ich hatte es am Wochenende angesprochen, nach dieser Korrektivphase in Trendrichtung würde ich das Ganze eher als ein kombiniertes Bild irgendwie hier dieser Art ansehen und sehe beste Chancen, dass wir nochmal hier hinlaufen. So wie das im Moment hier aussieht, eigentlich so mehr oder weniger da direkt. Kleinen Umwegen vielleicht noch. Ein bisschen Restgefahr, finde ich, wäre noch für sowas, aber das Bild ist ja auch irgendwie nicht mehr so richtig schlüssig. Deshalb würde ich dieses Bild nicht favorisieren, sondern im Zweifelsfall mit Stops eben einfach auf der Unterseite absichern. Deshalb die Suche, die ich jetzt hier heute Nachmittag vollziehe, ist, ich schaue mir an, ob wir irgendwie sowas in der Richtung bekommen, um wieder einen schönen Trigger für die Long-Seite zu bekommen, den man dann entsprechend eben mithandeln kann. Also wir sehen, die Märkte sind ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Der DAX eigentlich noch gar nicht so sehr überzeugend, was die Long-Seite angeht. Die anderen Märkte bieten sich zumindest mal für eine Zwischenerholung an. Deshalb würde ich jetzt die Short-Seite nicht super stark spielen wollen, aus aktueller Sicht zumindest mal. Scheint mir das nicht so sehr sinnvoll zu sein. Selbst hier im 5-Minuten-Chart sehen wir ja, dass die eigentlichen Aufwärtsbewegungen stark nach oben sind. Zumindest mal hier in dem Fall. Jetzt hier hinten läuft das so ein bisschen aus. Deshalb, wenn wir Glück haben, kriegen wir hier nochmal einen kleinen Rücksetzer. Und der wäre ebenfalls, wenn das irgendwie wackelig oder zumindest mal dreiwellig dann eben aussieht, zumindest mal ein Indiz dafür, dass wir diese Richtung dann nochmal fahren können. Also, das ist so die Blickrichtung, in der ich jetzt im Moment unterwegs bin. Was tatsächlich passiert, das werden wir wohl abwarten müssen. Denn der Markt ist da noch nicht ganz entschieden, wie er denn da Vortrieb gewinnen will. Wir sehen, dass die Marktteilnehmer deutlich zögerlicher werden. Und das ist ja mehr als spannend, dann eben auch zu sehen, ob er es dann wirklich schafft.
oder ob das nicht das tatsächliche nahe Ende, wie gesagt, mit oder ohne diesem Ausreißer für diese Aufwärtsbewegung ist und wir dann endlich mal diese Korrektur dann anstehend haben. Muss nicht so weit sein, wie ich sie jetzt gezeichnet habe, aber zumindest mal Richtung 38er-Niveau. Ich halte die nach wie vor für sehr, sehr sinnvoll, dass wir irgendwo zumindest 9.500 nochmal ansteuern. Na, unter die 10 sind wir mal sehr harmlos, aber einen Rücksetzer werden wir wohl auch beim Nasdaq brauchen. Also Augen auf beim Aktienkauf, das gilt wohl auch weiterhin. Lassen wir das hier als Indiziengeber dann mal gelten und schauen dann mal, was der Markt uns da heute noch schenkt. In diesem Sinne alles Gute.